Also Plan ist ja immer das eine, aber wie fühlt sich das für einen selber an? Und in der Situation war das nicht immer angenehm, aber also rückblickend muss ich sagen, habe ich mich geführt gefühlt, weil einfach weil da viele Dinge passiert sind, die ich nicht machen konnte. Ja. Ja? Herzlich willkommen zu Auf dem Kaffee. Wir haben gerade eine Predigt gehört von Daniel über den Plan Gottes für unser Leben. Und nach einer guten Predigt sollte man sich das nochmal kurz durch den Kopf gehen lassen mit einem leckeren Heißgetränk. Wir bevorzugen Kaffee. Ich hoffe, du hast auch eins an deiner Seite. Auf dem Kaffee ist eine überraschend planlose Sendung, möchte ich sagen. Ein überraschend planloses Ja, Format. Wir ja. haben nur so ein paar Notizen. Ich frage dich nicht, was dein Plan ist für auf dem Kaffee, sondern was ist Gottes Plan für dein Leben, Johannes? Jetzt musst du es doch wissen. Ja, Gottes Plan für mein Leben. Ich meine, Daniel hat ja davon gesprochen, dass es, dass man sich den Gottes Plan für sein Leben quasi so zweigeteilt vorstellen kann. Einmal mit dem Standbein und einmal mit dem Spielbein. Und im Grunde genommen, das Standbein ist eine relativ fixe Sache. Und ich habe ihn eigentlich auch so verstanden, dass das im Grunde genommen auch für jeden gleichermaßen gilt. Also Ja. Standbein, sei Teil von Gottes Gemeinschaft. Also hab Gemeinschaft mit ihm, aber hab auch Gemeinschaft mit Leuten, mit anderen Leuten, die Jesus lieb haben. So. Und das kann ich sehr gut für Gottes Plan für mein Leben erstmal festhalten. Ähm, Und was ist dein Spielbein? mein Spielbein, ja, ey. Die ist fast so schwierig wie diese Frage, warum wirst du denn mal Pfarrer? Also ich meine, ich glaube schon, dass das irgendwie so dazugehört. So Berufswunsch zum Beispiel, ne? Oder was will ich eigentlich mal werden? Aber ist das jetzt, also ist das jetzt fester Plan, so, ne? Wie flexibel ist der? Ja. Das sind ja dann so die Ja, Fragen. das ist genau die Das sind ja dann schwierige. so die Fragen. Ja, das ist Die kann genau. ich ja mal insofern zurückgeben. Glaubst du, du wärst in einem, wenn wir zum Beispiel das Thema Beruf einmal anschauen, gehört eigentlich unser Beruf, den wir haben, so zu zum einigermaßen fixen Teil von Gottes Plan für unser Leben? Oder glaubst du, dass du auch in einem anderen Beruf erstens glücklich sein könntest und Ja. zweitens auch Gottes Plan für dein Leben erfüllen Ja, könntest? das ist schwierig zu beantworten, weil mein Chef zuguckt. Nee, ich glaube, also mein Beruf ist ein Sonderfall, weil ich wollte ja Pfarrer werden und dann ging das nicht und so. Und dann ist das aber also durch so viele Irrungen und Wirrungen, die wiederhole ich jetzt nicht alle, gekommen, dass, also ich habe mich, also ich könnte in anderen Berufen glücklich sein, Ja. wirklich, ne? Ganz bestimmt in anderen Aufgaben. Ich kann mich wenn ich erstmal drin bin, für relativ viele Dinge begeistern. Aber ich habe mich gefühlt, sagen wir es mal so. Ja. Also Plan ist ja immer das eine, aber wie fühlt sich das für einen selber an? Und in der Situation war das nicht immer angenehm, aber also rückblickend muss ich sagen, habe ich mich geführt gefühlt, weil einfach weil da viele Dinge passiert sind, die ich nicht machen konnte. Ja, Ja? ja. Also wenn dir Menschen begegnen, die dich weiterbringen, dann ist das normalerweise was, was du nicht selber machen kannst, die suchst du dir nicht, sondern die begegnen dir einfach Ja, zum ja, Beispiel. ja. Ne? Und das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das praktisch so ein Plan ist, der irgendwann schon mal vor Tausenden von, also am Anfang der Welt ist der aufgeschrieben worden und Ja. dann steht das fest, ja, was ich halt am, was weiß ich, im September, Oktober, keine Ahnung, November diesen Jahres tue, ja. Aber ich habe mich da wenigstens geführt gefühlt. Ja. Ich bin allerdings auch selber, muss ich sagen, ein bisschen vorsichtig und ich merke, dass du bist da auch immer ein bisschen vorsichtig. Wenn man zu gewiss ist, das ist Gottes Wille. Ja, Jetzt ja, auch im Spielbein-Modus, ne? Wenn man da unheimlich sicher ist, ich habe schon Leute erlebt, die bei allem immer wussten, das will Gott, das will ja. Gott, Ja, das will ja, Gott. ja. Und das ist eine heikle Sache, weil da ist auch viel Willkür drin und ich weiß nicht immer, oder das kann da drin sein, so, ich will denen gar nichts unterstellen, aber wie kriegt man das hin, das so stark, so deutlich zu scheiden? Das ist mir, oder? Du bist ja vorsichtig auch, ne? Ich bin da auch vorsichtig, ja. Ein Blick in die Kirchengeschichte, ne, und du weißt, wie viel ja, furchtbare Dinge im Namen Gottes und von wegen, das ist jetzt der Wille Gottes, Ja. halt irgendwie gemacht worden sind. Und also bin da tatsächlich auch immer sehr
umso misstrauischer, desto misstrauischer, umso vollmundiger Leute behaupten, ja, sie würden jetzt irgendwie den Willen Gottes kennen. Wobei ich das auch immer sage, also Daniel hat ja schon auch wieder so ein paar Attribute auch wieder mitgegeben. So, ne? Also wir dürfen Teil von in unserer Berufung, in unserem Beruf, in unserer Art, wie wir Beziehungen führen, Teil von Gottes Plan für diese Welt sein. Ja. Und dann sagte Daniel mal eben so, Gottes Plan für diese Welt ist, dass sie gerechter, liebevoller und gläubiger wird. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man das hin? Ja. Also ich halte da Kreuzzüge für ein denkbar schlechtes, ja, schlechtes Mittel. Die sind ja ein gutes Beispiel, weil die haben ja auch gerufen, Gott will es. Ja. Ja. Waren sich alle total sicher, aber war offensichtlich fehlgeleitet. Wir müssen ja auch für unser Leben jetzt heutzutage nicht so drastisch werden. Also zumindest nicht für unsere. Würde ich allerdings auch sagen. Aber Daniel hat ja diese Krücke sich gebaut mit dem Können, Wollen und Sollen. Ja. Also da, wo Können und Wollen und Sollen sich treffen, da könnte deine Berufung liegen. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass das unheimlich hilfreich sein kann. Ja. Aber du hast mich auf den Gedanken gebracht, oder ich glaube, es war sogar dein Gedanke, ich klaue den mal eben, dass das nicht zwangsläufig da drin liegen muss. Das hat Daniel auch, glaube ich, nicht so krass gemeint. Mhm. Aber der muss, also diese Berufung muss da gar nicht drin liegen. Und das Beispiel sind die Propheten. Ja. Zum Beispiel die Propheten. Ne? Also, so diese, mich an dem zu orientieren, was ich gut kann. Ja. Wenn wir das, was wir gut können, als Begabung auffassen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, als etwas, was mir geschenkt ist, meine Talente, so, ne? Das, was mir anvertraut ist, und das auch von Gott anzunehmen, ist sicherlich eine gute Orientierung. Das Ding ist, wir sehen es, glaube ich, in der Bibel, vor allem im Alten Testament, vor allem bei den Propheten, halt eben oft anders. Ja. Also, absolut. Es gibt diesen, gibt da irgendwie so einen Sinnspruch, der irgendwie, Abraham war alt, Mose konnte nicht sprechen, Lazarus war tot. Ja. Aber das ist keine Helden so richtig, ne? Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Mhm. Das ist natürlich so, ja, das ist wieder so ein Ding, die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte, ne? Ja. Aber, muss man auch sagen, das sind halt auch alles Leute gewesen, da hat Daniel auch drüber gesprochen, über so spektakuläre Berufungen. Ja, das waren halt Leute, die waren echt, also ich sag jetzt mal so geistliche Gamechanger. Ja. Also, ja, ja. Und das... Das muss nicht uns auch passieren. Ja, ja, genau. Ja, das muss uns nicht auch passieren. Ja, und das ist auch, glaube ich, gut, dass uns das nicht passiert. Ja, das glaube ich auch. Aber was ich daran interessant finde, ist trotzdem, dass die praktisch selber diesen Weg erstmal nicht sehen und auch nicht unbedingt wollen und trotzdem da irgendwie hinkommen. Mhm. Und das finde ich schon auch interessant. Also deswegen, also ich sag mal, eine offene Tür kann ein guter Hinweis sein, aber nicht jede geschlossene Tür muss zwangsläufig ein Nein bedeuten. Ne? Ja, ja. Oder bedeuten, dass Gott eben keinen Plan hat oder dass Gottes Plan anders ist oder so. Ja. Also das ist, aber jetzt mal, gibt es so bei dir so einen Bereich, wo du sagst, ich habe mich auch mal so als Teil von Gottes Plan gefühlt oder so? Also, oder bei konkreten Dingen, so, das meine ich eigentlich, bei konkreten Dingen, die dir passiert sind. Hast du das schon mal so erlebt oder gar nicht? Ich habe das in Bezug auf meine Ehe, habe ich, als ich die Entscheidung getroffen habe, meine Frau heiraten zu wollen, habe ich eine Sicherheit und einen Frieden damit gehabt, wo ich sagen würde, dass der auch von außen kam. Ja. Mhm. Also, ich meine, ich bin jetzt tatsächlich schon 3 Jahre verheiratet. Also ich habe so mit 21 geheiratet. Wahnsinn. Da muss man sich aber sehr sicher sein, mein Lieber. Ja, genau. Wir wurden auch ständig gefragt, warum eigentlich? Das ist, nee, aber es ist... Warum warten, ne? Ja, wenn es richtig ist. Die Sicherheit war da. Und das ist auch so ein Ding, wo du ja auch gerade sagtest, so rückblickend hat man sich gefühlt. Das war ein Ding, da habe ich mich auch, da wusste ich auch, da wäre ich auch in Zukunft geführt. Ja. Das war so eine Sicherheit, so ein Frieden, die ich mit dieser Entscheidung hatte, wo ich wusste, da liegt Segen drauf. Mhm. Ja. Ja, ist schön, wenn man das fühlen kann. Ja. Wenn wir Pläne machen für den Gospelkirchentag,
wir sind ja große Pläne-Schmiede bei der Kreativen Kirche. Wenn wir Pläne machen für den Gospelkirchentag, manchmal erlaube ich mir den Spaß und schreibe darunter, dieser Plan ist gültig bis zum Eingreifen des Heiligen Geistes. Und diese Freiheit im Umgang mit dem, was Plan ist und was nicht Plan ist, das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich dir. Zu Hause in deinem Wohnzimmer. Unser Kaffee ist alle. Wir sind jetzt erstmal soweit durch mit Gottes Plan. Denn wir wissen jetzt alles über Gottes Plan für unser Leben. Du hoffentlich auch. Eine große Frage, klein runtergebrochen. Danke an Daniel für seinen Impuls und danke, dass du uns zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal bei Auf den Kaffee. Tschüss. Ciao.